Ja, wir haben heute versucht, über eine disziplinierte Ordnung in das Spiel zu gehen. Das ist uns am Anfang nicht ganz gelungen, als Matthias Ginter ausrutscht und Herder dann zwei Chancen am Anfang gleich hatte. Aber dann wurde es besser, fand ich. Und wir haben im Gegensatz zum Augsburg-Spiel, das uns natürlich richtig wehgetan hatte, weil wir da nicht die Disziplin und die Ordnung hatten, heute das durchgehalten. Und je länger das Spiel ging, desto mehr Sicherheit kam. Ich finde, es war ein ordentliches Auswärtsspiel und man kann der Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie jetzt nach diesen Tiefschlägen, die wir auch schon hatten in dieser Saison, jetzt bei Hertha so gespielt hat, dass ich finde, das Unentschieden geht in Ordnung. Ja, wir haben es gestern erfahren. Ich hatte gestern mit dem Jogi telefoniert. Er hatte mir angerufen und wir haben uns natürlich sehr gefreut, weil es dann einfach so eine Geschichte ist für der SC Freiburg. Der Matthias ist seit dem 12. Lebensjahr, glaube ich, bei uns. Und ich glaube, es ist eine große Freude für all die Jugendtrainer, die ihn begleitet haben und für unsere Pädagogen, die außergewöhnliche Arbeit leisten und geleistet haben. Und er ist jetzt sozusagen das Sinnbild dafür. Wir sind sehr stolz drauf, dass er nominiert wurde und freuen uns für all die Leute, die ihm geholfen haben.